Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Hermann. Heute wollte ich euch die Maske von Philips Respironics vorstellen, und zwar die 3100NC, die mir freundlicherweise wieder mal vom KMT zur Verfügung gestellt wurde. Ich packe sie gemeinsam mit euch aus. Und zwar reißt das auf. Ihr seht hier oben, der Versiegelungsverschluss ist noch drauf. Ja, dann haben wir hier dieses wunderschöne Klett. Und dann haben wir hier so eine Öffnung. So, wir packen sie aus. Was haben wir drin? Bedienungsanleitung. Zack, weg. Dann haben wir hier gleich zum Anfang die Maske. Und zwar wird das wohl sowas sein. Eine Nasenkissenmaske oder wie man die auch nennt, ist sehr identisch mit der, vom Aufbau her, mit der 3100 SP, glaube ich, heißt sie. Habe ich sie denn liegen? Moment, gucken wir mal. Da ist er, ja, SP, genau. Und die heißt dann halt NC. Ja. Ist im Prinzip das gleiche, Kopfband auch sehr schön geschmeidig, der dünne Schlauch wieder. Hier haben wir eine Schnellanleitung dran. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen zu dieser Maske, weil die ist ziemlich identisch damit. Die hat nur ein anderes Kissen dran. Ne? So, das ist die Maske. Ich tue sie mal beiseite. Dann haben wir hier ein Kissen in Größe M drin. Dann habe ich hier noch was gesehen und dann haben wir hier noch ein Kissen drin in XS. Das wird natürlich für meinen Zinken viel zu klein sein. So, dann haben wir die Sachen hier. Ich versuche es einfach mal, euch ein bisschen was zu sagen zu der Maske. Brauche ich eigentlich gar nicht viel, weil die ist wirklich fast identisch mit der SP. Hier kann man wieder abmachen. Drehhülse geht relativ leicht. Ja, aber wie gesagt, nicht hier ziehen, seht ihr schon, geht nicht. Wenn ich noch mehr ziehe, ist der Schlauch auseinander, sondern fasst wirklich hier an und dann macht er die hier ab. Oder greift mit den Fingernägeln hier rein und dann zieht er die Drehhülse ab. Ne? Die kommt ja im Schlauch rein. So, dann gucken wir mal. Ja, hier haben wir das auch. Das gleiche ist das gleiche Kopfband und auch so vom groben Aufbau her wie die SP. Wie ihr seht, Kopfband sehr flexibel, genau wie bei der SP. Ich glaube, da brauche ich auch nichts Großes zu sagen. Ja, Drehhülse können wir abmachen, haben wir abgemacht. Dann haben wir hier wieder diese Sachen, die mir ja eigentlich bei der SP ein bisschen gestört haben. Und ich bin fast der Meinung, dass man das auch auf der SP drauf machen kann, das Kissen. Ja, ist auch wieder magnetisch. Ne? Das haben wir hier von Kissen, das S. Ich halte es mal unter der Nase. Naja, doch. Ja, könnte gehen. Ich nehme mal das M raus. Vielleicht habe ich ja hier Glück. Und die Maske ist hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie das ist. Nicht, dass ich das hier falsch ranhalte. Nein, war richtig. So, so kommt die. Ah, ich merke schon, hier auch wieder das Problem mit diesen Dingern. Vielleicht habe ich ja hier das Glück, dass ich die Maske hier besser dicht bekomme. Ich mache es mal von der Seite mit dem M-Kissen, weil das ist auch ganz anders geformt. Ich zeige es euch mal hier. Hier haben wir ein durchgehendes Schlitz drin oder Loch drin. Ist natürlich besser als wie bei anderen Herstellern. Das Kissen ist sehr klein. Das ist auch sehr weich. Ja, richtig schön weich ist das Kissen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich glaube, das ist eher was für mich, als wie das von der SP. Zack, so, da haben wir das Kissen, zusammenbauen, genau das gleiche, auch wieder hier wunderschön gekennzeichnet mit L und R. Ja, R ist da, so, ja, wunderbar gekennzeichnet, also man kann es nicht falsch rum zusammensetzen. Hier ist R, also hier kommt R rein. Wie ich das auch schon bei der SP gesagt habe, ich glaube, das wird ein schnelles Video, Vorstellvideo, ne? Auch hier reingesteckt. Also man kann auch alles das verwenden von der NC, was an der SP dran ist.
Das geht alles relativ einfach hier. Und wie gesagt, ich denke auch mal, dass das Ganze universell ist und passen würde. Hier haben wir ein M-Kissen. Auch das geht natürlich wieder nicht. Ist klar, es muss richtig rum drauf. Fertig. Dann haben wir hier den Schlauchanschluss. Also ein ganz schnelles Video heute. Ja. Und so sieht das Teil dann aus. Es geht wahrscheinlich eher hier drum, um das Kissen, was da drauf ist. Ja. Dass das anders ist. Aber wisst ihr was? Ich probiere die Maske jetzt mal auf. Ich setze die Maske auf. In M habe ich die hier. Ich habe auch die Maschine hier stehen. Überhaupt kein Problem. Na, komm her, Schlauch. Ist runtergefallen, sorry. Auch wieder so ein dünner Schlauch. Mal gucken, ob hier mehr Luft kommt. So, dann setzen wir das Ding auf. Ja, das gackelt mir auch wieder ein bisschen im Gesicht. Mhm. Ihr hört es? Also ich muss sagen, ich kriege ja mehr Luft. Also auch hier weiß ich nicht, wo der Spülfloh rauskommt. Es kommt was unten raus. Ja, richtig. Ich halte mal die Maske ein bisschen, ist ja nicht ganz dicht. Hier kommt auch der Spülfloh raus. Also hier unten kommt der Spülfloh raus. Ja? Das kann ich ja schon mal sagen. So. Maske kann man auch wieder verstellen. Bisschen strammer machen vielleicht mal. Mal gucken. So. So. So sitzt die Maske. Und ich muss sagen, die sitzt gut. Und ich bekomme auch genug Luft. Komischerweise. Also ich fahre ja schon mit einem ganz schön hohen Druck. Ja. Das muss ich ausprobieren. Also ich denke mal, die NC, kann ich jetzt nicht lesen, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die NC, die 3100 NC ist besser. Die sitzt wunderbar schön unter der Nase. Ich habe das Kissen in M drauf. Ja, doch. Das lasse ich mal drauf. Aber wartet, ich probiere es einfach mal aus und nehme auch mal das S-Kissen, was original drauf war. Also das M finde ich schon gut. Also das Ding sitzt auf jeden Fall besser als die SP. Guck mal. Ja, hier pfeift es ein bisschen. Das Kissen ist zu klein, das merke ich schon, das bläst mir auch richtig in die Augen, was ja nicht so toll ist. Ja, das Kissen ist nicht so gut wie das M. Also mir würde das M besser gefallen, weil das kriege ich besser dicht. Hinrücken. Ja, vielleicht muss das Kopfband noch ein bisschen einstellen. Ihr merkt, ich spreche durch die Nase. Ne? Also hier zischt nichts. Und das Ding ist dicht und ich kriege gut Luft. Ja, der Spülfloh kommt hier unten irgendwo raus. Ich weiß nicht wo, kann ich euch nicht sagen. Ich werde mich aber versuchen zu erkundigen. So, muss ich ausmachen. Ansonsten geht das Ding weiter. Gut, pumpt natürlich sofort in die Nase rein. Ja, die Maske. Aber das ist dann halt so. Achso, was ich auch nochmal zeigen wollte ist, wenn da das Ding eine Maske hat, bitte hier oben anfassen. Der bleibt dann drin im Schlauch. Und den kann man wunderbar reinstecken und wieder rausziehen. Also funktioniert wunderbar das Ganze.
Ich nehme es aber mal raus. Ja, also ich denke mal, das hier schon alleine ist eigentlich eine feine Sache. Aber wie gesagt, nicht am Schlauch ziehen, sonst ist das Ding kaputt. Ja, weil der Schlauch ist auch sehr dünn. So, filigran oder wie man das sagt. Also so wie das Kissen hier angeformt ist, ich nehme es mal nochmal ab, das Maskenkissen angeformt ist, kommt das nach unten. Ja, so, das passt richtig schön. Und dann haben wir hier vorne die Rundung und das sitzt richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier unten haben wir dann halt die Rundung drin, ne, die sich dann hier am Gesicht perfekt anschmiegt. Also das Kissen ist besser. Auf jeden Fall besser als wie das von der SP. Aber wisst ihr was, ich habe die SP ja hier liegen. Hier haben wir die SP. Ne? Wir probieren das einfach mal aus. Wir machen ein Kissen hier ab. Das, was ich hier drauf habe. Weil, guck mal, vergleich die mal. Ja? Die sind beide völlig identisch. Also da gibt es keinen Unterschied. Das Einzige ist wirklich das Kissen, was anders ist. Ja? Und ich denke mal, dass das Pillow-Kissen, wir machen es mal ab. Zack, leg's beiseite. So, ja, das ist die SP vom Grundrahmen her. Völlig identisch mit der NC. Dann machen wir das Kissen ab. Lege ich auch beiseite. Dann nehmen wir das Pillow-Kissen und seht da, es passt auch drauf. Also, wer diese Maske hat, kann auch das Pillow-Kissen nehmen, wenn es diese Pillows einzeln gibt. Bei KNT, da müsste ich mich mal, oder ihr könnt auch selber mal auf der Seite gucken. Ich denke mal, diese Kissen wird es auch einzeln geben. Ja, das ist alles identisch. Also das ist alles gleich. Die NC hat die gleiche Form und ist alles das gleiche. Nur, was man geändert hat, ist das Kissen eben. Ja, finde ich aber gar nicht schlecht, die Maske. Also das, was ich hier schon kurz probiert habe, finde ich super. Auf jeden Fall besser wie die Pillows. Für mich persönlich, für andere sind die Pillows vielleicht besser. Ne? Ja, Pillows, ne? Sind die vielleicht besser? Ich weiß es nicht. Also das hier mit der größeren Öffnung hier drin, ich denke mal, das wird besser werden. Nur immer noch der Schlauch so dünn und klar, sie hat kein Gewicht dadurch. Sie ist dadurch wirklich sehr, sehr leicht, ja, Kopfband, wie gesagt, alles identisch wie die SP, ja, nur eben das Kissen ist anders, ja. Ja, gut, okay, dann kann ich meine Vorstellung ja schon mal wieder beenden, ich lasse gleich das M drauf und werde wahrscheinlich die Maske die Nacht schon mal das erste Mal testen. Was ich auch so gut finde, ist, dass man hier immer wieder verschließbare Tütchen dabei hat. So, dann mache ich auch mal die SP wieder fertig. Zack, wunderbar. Pack die auch gleich wieder in die Tüte ein. Die wird noch gereinigt. Und dann müssen wir mal gucken, wo die dann hingehen, die Masken. Ja, weil die müssen ja hier nicht rumliegen, sondern die kann man ja auch irgendwohin spenden. Ne? Also, wenn ihr irgendjemanden wisst, wo man Masken hin spenden könnte, würde ich das gerne machen. Es sind dann halt gebrauchte, aber die werden gereinigt mit dem Reiniger von KNT. Ja. Aber hier, wie gesagt, zu der NC, glaube ich, brauche ich nicht mehr groß was sagen. Die ist vom Aufbau her genauso identisch, habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Nur, ich muss mich erkundigen, wo der Spülfloh rauskommt. Das möchte ich gerne noch machen. Ja. Das soll schon wieder zu dieser Maske gewesen sein, weil was soll ich dazu groß sagen? Ihr habt gesehen, wir haben sie zu komplett ausgepackt. Die Maske kommt natürlich von KMT. Ja, im Internet www.kmt.de und ihr seid da auf der Seite. Gibt es immer noch 10%, wenn ihr den Gutscheincode eingebt, Hermann groß geschrieben und dann hinten die 10 dran, gibt es 10% auf einen Warenkorb ab 100 Euro aufwärts, ja, dann kriegt ihr 10% auf dem, was ihr da gekauft. Vielleicht kauft ihr hier diese wunderschöne Maske da, die kostet zwar keine 100 Euro, aber vielleicht habt ihr noch das eine oder andere, was es da gibt bei KMT. Guckt doch einfach mal auf der Seite und dann seht ihr das. Okay, heute eine kurze Vorstellung,
Ja, weil wir haben so eine identische Maske schon vorgestellt. Ich werde euch auf jeden Fall meine Erfahrungen mit der NC, mit der 3100 NC wieder mitteilen. Wie immer, das wisst ihr, das mache ich. Und dann seht ihr mich später wieder mal. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, muss ich auch mitleben. Lasst mir ein Abo da. Drückt die Glocke und ihr wisst, wenn der Hermann mal wieder ein neues Video gedreht hat. Alles klar, macht's gut, tschüss, euer Hermann. Und wieder muss er dahin laufen. Jedes Video das gleiche. Macht's gut.